Ich zeige euch, wie ihr Relais schaltet, welche Art von Schalter es gibt und wie ihr das in Tesmota konfigurieren könnt. Dies ist eine Schaltung, wie sie jeder im Haus hat. Wir haben hier eine Phase, das wäre die schwarze Leitung. Hier haben wir jetzt einen Schalter eingebaut, eine Glühbirne und den Neutralleiter. Schließen wir jetzt den Schalter hier, fängt die Glühbirne an zu leuchten. Bei Gleichstrom ist die gleiche Funktion. Man kann über Plus reingehen und über Minus wieder rausgehen. Wenn man den Stromkreis jetzt schließt, fängt die Glühbirne an zu leuchten. Dies kann man jedoch auch im Minus machen. Der Schalter im Minusbereich, wenn er offen ist, fließt kein Strom durch. Wenn er geschlossen ist, fängt die Glühbirne an zu leuchten. Wie ein Schalter aussieht, das wisst ihr. Hier haben wir verschiedene Schalter. Aber auch ein Bewegungsmelder ist zum Beispiel ein Schalter, der was das Licht ein- oder ausschaltet. Es kann auch ein Touch-Sensor sein. Es gibt aber auch noch viele andere, wie zum Beispiel die Magnetschalter. Hier kennt zum Beispiel der Wemos auch, sind diese beide verbunden oder nicht. Aber auch ein Regensensor kann ein Schalter sein. Er gibt den Befehl wahr oder falsch aus. Ein Feuchtigkeitssensor ist an und für sich kein Schalter, jedoch kann er auch zu einem Schalter werden. Genauso wie ein Fotosensor, ein Temperatursensor, ein Luftdrucksensor. Dieser zeigt unter anderem auch die Temperatur und die Luftfeuchte an. Und noch ganz, ganz viele andere Sensoren. Aber nun ist die Frage, wie schalten wir das? Durch sogenannte Relais. Es gibt jetzt unterschiedliche Relais. Einmal ein mechanisches Relais oder hier zum Beispiel das Solid State Relais. Wir haben hier jetzt links den Gleichstrom, in unserem Fall 5 Volt, und rechts den Wechselstrom. Hier in der Mitte ist links eine Spule und zusammen ist es ein Relais. Jetzt stellt ihr es euch am besten so vor, diese Spule. Wenn aus ist, stößt sie hier drüben einen Kontakt ab. Wenn ich aber jetzt umschalte und die Spule aktiv schalte, zieht sie den Kontakt an und es ist eine Verbindung auf der Phase. Wenn ich jetzt wieder ausschalte, stößt sie ihn wieder ab. Diese Funktionsweise war jetzt das mechanische Relais. Das Solid State Relais funktioniert anders. Am besten googelt einfach mal nach. Dann starten wir mal. Diese ist die alte Schaltung. Ich entferne hier jetzt einmal die LED. Den Widerstand, den Ground. Nun brauchen wir Relais. Diese müssen wir jetzt verbinden. Ganz links in diesem Fall, wo das S ist, das ist die Datenleitung. Ich nehme nun eine, verbinde es hier mit dem Wemos und die 6 verbinde ich auch ebenfalls mit dem linken wieder. Sehen wir ein bisschen drüber, weiter nach links, dann seht ihr es besser. Ich mache jetzt diese Leitung grün. Danach brauchen wir noch die Ground-Leitung. Das wäre hier die rechte. Die setzen wir einfach auf Ground. Genauso wie diese. Diese Leitungen sind dann natürlich schwarz. Und wir brauchen noch den 5-Volt-Pin. Auf Plus natürlich. Und die bekommen eine rote Leitung. So, schon sind die Relais angeschlossen. Nun zeige ich euch, wie wir diese im Tesmota verbinden. Dass wir die Relais einstellen, gehen wir zunächst auf die Einstellungen, danach Gerät konfigurieren. Wir wählen hier unten unter GPIO 12, das wäre der T6 Relais 1. Und unter GPIO 14 wählen wir Relais 2. In diesem Fall habe ich Relais 1i gewählt. Wenn ihr draufklickt, seht ihr, es gibt auch Relais 1. Das heißt einfach nur, dass sie die Schaltung umdrehen soll. Wenn ihr es aushaben wollt und das Relais ist ein, dann müsst ihr hier einfach nur das i einfügen. Danach klicken wir auf Speichern, hier in den IO Broker, danach in die Instanzen und aktualisiere den Sonar. Nachdem dieser fertig aktualisiert hat, gehen wir in den Objekten, gehen unter Sonar und AATESMOTOR. So wie ihr jetzt seht, ist hier noch kein Relais. Ihr bekommt es angezeigt, indem dass ihr auf die Tasmutter geht und schaltet zuerst das eine einmal ein und das andere einmal ein. Jetzt hat quasi der Tasmutter die Schalterstellung gesendet. Die Relais funktionieren. Dann schauen wir mal weiter, wie es mit Schalter aussieht. Für die Schalter nehme ich jetzt einfach nur zwei Drähte. Und zwar nehme ich hier einmal auf die 2 einen Draht. Ich lege diesen einfach nur hier raus. Diesen mache ich wieder grün und auf die 1 den Draht mache ich jetzt blau. Dies werden unsere Schalter.
Wir können den blauen oder den roten jetzt einfach nur mit Minus oder mit Plus verbinden. Bei dem einen Schalter schaltet sie, bei dem anderen nicht. Wir haben hier noch die zwei Schalter. Jetzt gehe ich auf Einstellungen, wieder in Gerät konfigurieren. Und jetzt habe ich hier oben zwei verschiedene Arten von Schalter gewählt. Den D1, den GPIO5, habe ich als Button gewählt und den D2, GPIO4, habe ich als Switch gewählt. Jetzt sehen wir uns mal den Unterschied an. Das Relais ist im Moment aus. Ich nehme jetzt den D1-Schalter und verbinde diesmal mit Minus. Und wieder gelöst und er schaltet. Ich verbinde ihn nochmal, lasse ihn stecken, ziehe ihn wieder raus und er schaltet wieder zurück. Auf Plus funktioniert gar nichts. Also, der D1 muss definitiv mit Minus geschalten werden. Stecke nochmal rein, ziehe wieder raus und nochmal. Das war jetzt der Switch. Wenn wir jetzt hier den Button wählen, den was wir auf D2 geschlossen haben, gehen wir wieder mit Plus rein und wieder raus und es funktioniert nichts. Gehen wir bei Minus rein. Er schaltet sofort. Wenn ich rausgehe, schaltet er wieder zurück. Das ist der Unterschied. Also sprich, Button ist wirklich wie ein Knopf und der Switch ist eher wie ein Taster. Ich habe bei mir alle auf Taster gestellt. Warum, erkläre ich euch jetzt. Wenn wir hier in den Einstellungen beim Tastmotor gehen, beziehungsweise ins Hauptmenü, haben wir hier jetzt beide Schalter. Beide sind aus. Wenn ich jetzt den Switch nehme, nein, das war der Button, Entschuldigung, und den einstecke, seht ihr, er geht auf On. Ziehe ich ihn wieder, schaltet er wieder um auf Off. Also sprich, ich lasse ihn jetzt mal stecken. Jetzt schalte ich hier drüben auf Aus. Das Relais geht aus, aber der Schalter ist immer noch an. Wenn ich jetzt diesen ziehe, geht er an. Also sprich, es ist die umgekehrte Logik. Und da bekommt ihr dann spätestens in der Red ein kleines Problem, beziehungsweise ihr müsst es dann dermaßen umgehen. Das geht auch einfacher mit dem Taster. Ich zeige es euch nochmal. Taster ein. Taster schaltet ein. Jetzt schalte ich hier den Zweier aus. Und ich kann den Taster trotzdem wieder wählen. Wenn ich jetzt nochmal schalte, kann ich hier trotzdem wieder ausschalten. Im I/O Broker sieht das Ganze jetzt wie folgt aus. Wir haben hier die zwei Power, Power 1 und Power 2, das sind die Relais. Jetzt haben wir aber nur einen Schalter. Hintergrund ganz einfach, weil nämlich dieser eine Schalter gleich der Schalter ist. Wir können diesen jetzt auf True senden. Und ihr seht, er schaltet hier unten auch. Den wieder False schicke. Diesen zweiten kann ich leider in diesem System nicht schalten. Also wenn es ist, dann muss ich den schalten. Ich schalte in diesem Fall wirklich das Relais und nicht den Schalter. Dieser Schalter hier, man kann ihn leider nicht bearbeiten. Es geht bestimmt irgendwie bei Tastmutter, aber ich weiß es nicht. So, ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. Viel Spaß bei eurem Projekt und bis zum nächsten Mal.